Bord, wir sind unterwegs zum Observatorium. Bin schon unterwegs. Ist hier noch irgendwas los? Jetzt gilt es. Nicht nachlassen. Ich gebe dir Deckung aus der Luft. Die sehen modifiziert aus. Wahrscheinlich für diese Höhe. So, Forschung in großer Höhe. Republikanischen Geräte dienten zur Messung von einzigartigen Mustern der Atmosphärendrucks von Kobo. Ihre Verbindungsmechanismen ermöglichten die Bündelung von Instrumenten und den Einsatz bei widrigen Wetterverhältnissen. Ah, okay. Ah, müssen wir jetzt einen Weg bauen? Okay, kann ich die Dinger jetzt also auch nutzen? Hätte ich den anderen erstmal nutzen sollen? Hätte ich da rüber springen müssen? Okay, ich dann einmal hier. Ich wette, Sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Danke für den Ausritt. Oh, ist das wieder so eine Geduldsfrage hier, ne? Das ist ja was für mich. Aber hier ist keiner, der nicht irgendwie... Ist ja irgendein Ding, was ich hochnehmen kann? Von hier vorne oder was? Nope. So, was sehe ich denn nicht? Da hinten komme ich gar nicht hin. Ich bin viel zu weit weg. Aha. Pass da draußen auf dich auf, Kerl. Raider und Imperiale gehen sich gegenseitig an die Kehle. Mhm. Damit werden wir fertig. Versuch, Dagen zu finden. Roger. Die Raiders waren schon hier. Das wäre auch zu einfach gewesen. Okay. Okay, warte mal. Ist er wieder durch? Arbeit. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Gib nicht auf. Come on.
Wir schaffen das. So, unberechenbarer Staub. Einige Wissenschaftler der Republik glaubten, dass der destabilisierte Kobo-Staub ein enormes Energiepotenzial birgt. Experimente in der Mondanlage hatten bereits großartige Resultate gebracht, die es wert waren, unbedingt fortgeführt werden. Ich habe anscheinend einen Raider hinter mir. Muss ihn abschütteln. Es geht ja immer weiter nach oben hier. Das gibt's ja gar nicht. Speicherpunkt. Danke. So, das ist schon mal sehr gut. So, wo muss ich hin? Okay. Ich muss einen anderen Weg finden. Mhm. So, jetzt bin ich hier oben. Danke, BD. Halt dich fest. Perfektes Timing. Das war ich dir schuldig. Ich suche einen Landeplatz.
Ja. Okay. Welcher war denn das mal genau? Was habt ihr mit dem Observatorium vor? Was? Wir befolgen nur Befehle! Geschafft. Das spüre ich. Dann haben sich die ganzen Jahre auf diesem Provinzplaneten so leicht machen. Wie konnte sich jemand reinschleichen? Ein bisschen Helferkumpel. Okay. Kann ich vorhin noch irgendwas sammeln hier? Jämmerlich! Oder Zeit! Rogos Faust. Du hast mich warten lassen, Lady. Gagan Gera hat dich auserwählt, dein erbärmliches kleines Leben zu beenden. Dann hat der Meister schlecht gewählt. Geriss! Okay, das war Ugos Faust. Ich spart sich wirklich keine Mühe, um uns aufzuhalten, was? So, und du? Warte. Ach, komm. Tür ist verschlossen. Das war so klar. Da ist unser Mann. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich habe vor der Landung ein paar Bedlam fliegen. Kein Problem. Vor uns ist ein ganzer Schwarm von denen. Haha. Bist du bereit, Bruder? Holen wir uns den Kompass. Imperiale gibt's hier fast keine mehr, was? Sie haben die Bedlam Raiders unterschätzt. Ich sag dir eins. Dagan mag wahnsinnig sein, aber er hat eine Armee, die an ihn glaubt. Sie glauben, er führt sie nach Tenalor. Nur über meine Leiche.
so. Das mal an. Unglaublich. Einfach unglaublich. Oh. Unglaublich. Ein Speicherpunkt wäre auch unglaublich. Wir haben einen erwischt, der fliehen wollte. Das ist die Armee, die den mächtigen Jedi-Orden vernichtet hat? Tötet ihn! Sieh dir diese Technik an. Weißt du, meine Tochter liebt technische Spielereien. Ja? Am liebsten hat sie diesen Schwarzmarktscanner, den ich einem Huttenvollstrecker abgenommen habe. Ich war ein schrecklicher Vater. Niemand ist perfekt. Du kämpfst, damit sie ein besseres Leben hat. Du hast recht. Das ist alles für sie. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät, wenn Deggan den Planeten mit dem Kompass verlässt. Wenn er entkommt, sehen wir ihn nie wieder. Dann sollten wir das Tempo erhöhen und dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ach. Wo sind die ganzen Raiders? Ach, das gefällt mir gar nicht. Speicherpunkt.